Meine sehr verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transim World 5, der Danny spielt das Teil 3 auf der Reise mit unserem ICE 527 von Essen Hauptbahnhof nach München Hauptbahnhof. Wir befinden uns auf der Strecke München-Augsburg in Augsburg Hauptbahnhof, haben jetzt gleich Ausfahrt Richtung München aufgrund hoher Verspätungen, die wir bereits haben, die sich aufgrund einer technischen Störung am Zug gebildet haben. Entfällt heute der Halt in München-Pasing und wir fahren direkt nonstop von Augsburg nach München Hauptbahnhof. Würde ich sagen, los geht's, verlieren wir keine Zeit. Türen sind, beziehungsweise Zug ist aufgerüstet, Route ist gelegt, wir haben Ausfahrt. Ich würde sagen, los geht's. Wir haben hier Ausfahrt mit Befehl 40 anscheinend. So wie sich das darstellt. Ihr seht die beiden weißen Lichter da. Das heißt, wir dürfen drüber fahren. So. Wir haben Befehl 40 gedrückt. Das heißt, wir können weiter aufschalten. Meine sehr verehrten Fahrgäste, herzlich willkommen im ICE 527 von Essen Hauptbahnhof über Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof, Köln-Messe-Deutz, Frankfurt am Main Hauptbahnhof, na gar nicht, Frankfurt am Main Fernbahnhof, Flughafen Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Aschaffenburg Hauptbahnhof, Würzburg Hauptbahnhof, Nürnberg Hauptbahnhof und schließlich München Hauptbahnhof. Aufgrund einer technischen Störung an unserem Zug haben wir bereits eine Verspätung von über 25 Minuten angehäuft. Dementsprechend entfällt unser Halt in München-Pasing. Ich wiederhole, aufgrund einer technischen Störung an unserem Zug haben wir bereits eine Verspätung von über 25 Minuten angehäuft. Dementsprechend entfällt unser Halt in München-Pasing und wir fahren nonstop bis zum Münchner Hauptbahnhof. Fahrgäste, die in München-Pasing aussteigen wollen, nutzen bitte ab München Hauptbahnhof den SEV bis nach München-Pasing oder nehmen sich eine S-Bahn oder den Regionalverkehr. Außerdem bitten wir Sie, sich an den Lautsprecherdurchsagen am Münchner Hauptbahnhof zu orientieren. Wir bitten um Entschuldigung. So, wir dürfen 150. Sind bereits in der LZB. Wunderschön. So, unsere Finalfahrt von Augsburg nach München. Wunderschön, wunderschön. Sehr verehrten Fahrgäste, gern möchte ich Ihnen auch das gastronomische Angebot machen in unserem Bordbistro. Die Kollegen und Kolleginnen freuen sich auf Ihren Besuch. Dort gibt es Snacks, heißen Kaffee, warme Speisen. Also zögern Sie nicht, sich im Bordbistro einzufinden. Fahrgäste der ersten Klasse können natürlich selbstverständlich über die ICE Portal-App, wie schimpft sich die? Glaub wohl, ne? Über die ICE-App
am Platz bedienen lassen und am Platz bestellen. Unsere Kollegen und Kolleginnen kommen gern zu Ihnen, nehmen Ihre Bestellung auf. Bitte beachten Sie, dass wir keine Bestellungen aufnehmen können, wenn Sie am nächsten wenn Sie sich entschließen sollten, kurz vor München noch eine Bestellung aufzugeben, denn das würde sich einfach nicht mehr lohnen. Also wie gesagt, ich möchte Sie gerne auf das gastronomische Angebot in unserem Bordbistro aufmerksam machen. Die Kollegen und Kolleginnen freuen sich auf Ihren Besuch. Vielen Dank. So, sind wir mit unserem ICE 527 auf der Fahrt von Nürnberg nach München Hauptbahnhof. Unsere finale Fahrt, unser finales Ziel. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, auch wenn es hier und da ein bisschen holprig war, nicht alles hundertprozentig so gestimmt hat wie im Vorbild. Das ließ sich anders gar nicht bewerkstelligen, mangels Strecken natürlich. Aber ich habe es versucht, so gut wie möglich umzusetzen, das Ganze so gut wie möglich zu simulieren. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Kritik habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Nur so kann ich besser werden, nur so kann ich es besser machen. Und ja, das würde mir auf jeden Fall sehr helfen, wenn ihr da mal ein paar Kommentare hinterlassen würdet. Ich werde die Videos auch zeitverzögert hochladen, damit ihr mehr an mehreren Tagen was davon habt. Wunderschön, wunderschön. Meine sehr verehrten Fahrgäste, hier nochmal der Hinweis. Aufgrund einer technischen Störung an unserem Zug haben wir bereits eine Verspätung von über 25 Minuten angehäuft. Deswegen entfällt heute unser Halt in München-Pasing. Fahrgäste mit Ziel München-Pasing, nutzen bitte ab München Hauptbahnhof den Regionalverkehr, den SEV oder die S-Bahn. Wir bitten dies zu entschuldigen. Wie gesagt, im Vorbild hat der Zug nämlich heute wirklich eine technische Störung am und deswegen hat er nämlich eine Verspätung von über 25 Minuten. So steht es zumindest im DB Navigator App, meine Herren. Und dementsprechend werde ich das natürlich auch mit einbauen und nachsimulieren. 13.27 Uhr sollen wir in München sein, laut Vorbild. Das sollte sich eigentlich ausgehen. Ich glaube, wir sind sogar einen Tacken früher da. Schauen wir mal. 39 Kilometer haben wir noch. Gute 17 Minuten haben wir noch, bis wir in München sein sollen. Laut DB Navigator App. Schauen wir mal.
So, kleine Geschwindigkeitsveränderung auf 200. Ist natürlich auf dieser Strecke stark frequentiert, die Quitschis. Da wieder einer, also die fahren hier natürlich ohne Ende rum. In jede Richtung. Südlich wie nördlich von München. Dieser Super Zoom, der ist einfach genial. Seht euch das an, das ist doch einfach nur genial. Also diese Strecke, die Strecke Kassel-Würzburg und die Strecke Köln-Aachen sind richtige schöne Schnellfahrstrecken, in denen man eigentlich nicht, auf der man nicht viel machen muss, außer die Sifa drücken. Also wirklich wunderschöne Strecken. Kennt ihr denn noch andere Schnellfahrstrecken beim TSW? Dann schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn ihr da noch andere deutsche Schnellfahrstrecken kennt in diesem Spiel und welche ihr euch vielleicht noch wünscht, die da vielleicht dazukommen sollen. So, 160. Wunderschön, wunderschön. Sehr geehrte Fahrgäste, für Sie nochmal der Hinweis: Aufgrund einer technischen Störung an diesem Zug haben wir bereits eine Verspätung von über 25 Minuten angehäuft, sodass unser Halt in München-Pasing entfallen wird. Wir bitten um Entschuldigung.
Also EZB-Ende anscheinend, so wie es sich angehört hat. So, LCB-Ende, sind wir wieder mit dem PCB unterwegs. Aber auch das sollte kein Problem sein. Ein gelbes Vorsignal. Wahrscheinlich kurz vor Parsing. Switch das nochmal um oder müssen wir tatsächlich anhalten? Ich denke eher zweiteres. Ah, ne. Ich doch getan, vertan. Ist zwar nicht grün, aber immerhin auch nicht rot. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, so. Rotes, wir haben AP0 hinter Parsing. Deswegen. Da müssen wir im Parsing mal kurz halten. Ist doch nicht. Was ist denn jetzt überhaupt Sache hier? Da irgendjemand vor uns, der nicht schnell genug wegkommt. So, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen aufpassen hier. Ist gerade ein bisschen tricky. Meine sehr verehrten Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren Ziel- und Endbahnhof München Hauptbahnhof. Heute aufgrund einer technischen Störung mit einer Verspätung von über 25 Minuten. Wir bitten dies zu entschuldigen. Wir bitten alle Fahrgäste in München auszusteigen. Unser Zug endet dort. Unser Zug hält heute an Gleis 22.
Hier nochmal alle, hier nochmal ein Hinweis für alle Fahrgäste, die Ziel München-Pasing haben. Nutzen ab dem Hauptbahnhof bitte den SEV, den Regionalverkehr oder die S-Bahn. Wenden Sie sich bitte an das Zugpersonal in München Hauptbahnhof, an die Kollegen am Infopoint. Wir wünschen allen Fahrgästen die noch einen wunderschönen Tag, die in München ein- bzw. aussteigen und einen wunderschönen Tag in München. Für alle, die weiterfahren ab München, wünschen wir natürlich noch eine weitere gute Fahrt. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen und würden uns freuen, Sie bald wieder in einem Fernverkehrszug der DB zu begrüßen. Ich wiederhole, aufgrund einer technischen Störung haben wir heute unseren Halt in München-Pasing nicht wahrgenommen. Wir erreichen in Kürze unseren Ziel- und Endbahn für München Hauptbahnhof mit einer Verspätung von circa 25 Minuten. Fahrgäste mit Ziel München Pasing nutzen bitte den ab München Hauptbahnhof den Regionalverkehr, die den SEV oder die S-Bahnen. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Rest Samstag. Verabschieden uns von Ihnen und würden uns freuen, Sie bald wieder in einem Zug der DB Fernverkehr zu begrüßen. Tschüss! Fahren wir hier gechillt in den Münchner Hauptbahnhof ein. Haben anscheinend vorher noch mal HP0, so wie sich das darstellt. Meine sehr verehrten Fahrgäste, aufgrund eines Haltzeigensignals wird sich unsere Weiterfahrt in den Münchner Hauptbahnhof um ein paar Minuten verzögern. Wir bitten um Verständnis. Nein, danke. So, wir dürften eigentlich Einfahrt haben. Der nächste ICE fährt ja jetzt 13.51 Uhr ein. Oder sollen wir das Gleis switchen? Wir das Gleis ändern, wir das Gleis. Keine Lust, jetzt hier stundenlang zu warten.
Dann ändern wir einfach das Gleis. So, schauen wir mal. Jetzt ein anderes Gleis einfach nehmen. Scheint sich aber nicht wirklich was zu tun. Das ist doch jetzt schon wieder scheiße. Der ist sonst da am Weg. Deswegen. Der ist auf uns zu? Nee, oder? Nee. Meine sehr verehrten Fahrgäste, aufgrund des belegten Gleises haben wir nun entschlossen, oder wurden wir kurzfristig auf ein anderes Gleis umgeleitet. Neuer Halt ist Gleis 14. Meine sehr verehrten Fahrgäste, aufgrund eines vor uns belegten Gleises wurde unser Ankunftsgleis geändert. Neues Gleis ist nun Gleis 14. Wir bitten um Verständnis. So, dann fahren wir jetzt statt Gleis 22 Gleis 14 ein. So, dann fahren wir Gleis 14 ein, da stehen noch ein paar Flirts. Rechte Seite. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir erreichen München Hauptbahnhof auf Gleis 14. Unser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste ein, beziehungsweise wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Fahrgäste mit dem Ziel München-Pasing, nutzen bitte den SEV, den Regionalverkehr oder die S-Bahn. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Wir würden uns freuen, wenn Sie bald wieder einen Zug des DB Fernverkehrs nutzen. Wir wünschen Ihnen noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ihr DB-Team. Tschüss.
Wunderschön! Damit hätten wir unsere Fahrt von Essen Hauptbahnhof über Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof, Köln-Messe-Deutz, Frankfurt am Main Fernbahnhof, Flughafen Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Aschaffenburg Hauptbahnhof, Würzburg Hauptbahnhof, Nürnberg Hauptbahnhof und München Hauptbahnhof erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wäre es natürlich sehr schön, wenn ihr das in einem der wenn ihr das in Form von Daumen nach oben und Kommentaren mir zeigen würdet. Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Für uns ist auf jeden Fall hier in München jetzt Feierabend. Ein Kollege bringt den Zug dann wieder zurück nach Essen Hauptbahnhof über die bekannten Halte. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch sehr gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Peters. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Bis dann. Ciao. Servus. Und tschüss.